Hi, I'm Christian from Defeated Sanity, and gute Grüße. Grüezi. Johnny, Defeated Sanity. From the first Defeated Sanity record. Liquifying, Cerebral, Hemispheres. Ja, wie geht's euch? Gut. Sehr gut. Unglaublich. Hier, das letzte Mounts of Death. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Sowas gibt's halt nur einmal, wahrscheinlich in der ganzen Welt. Es war das erste Mal mit mir, aber ich glaube das dritte Mal, dass Defeated Sanity auf Mounts of Death gespielt hat. Unser Schlagzeuger war, glaube ich, sogar der, der am meisten überhaupt auf diesem Festival gespielt hat. Mit zig Fans. Ja, unglaublich.
Gut. Ja, ihr geht auf Tour mit Gorgasm und Amagotis. Polen wurde leider gecancelt, aber halt Gorgasm, das erste Mal halt mit einem guten Line-Up zurück. Amagotis, gute Vorband. Und ja, also wir haben halt heute und morgen halt quasi das Day off und danach wird straight halt 27 Tage. Und unglaublich. Ist gut, super. Ist die beste EO-Tour, die viele jemals hatten, denke ich. Was können wir erwarten von neuen Tracks und neuen Alben oder so? Seid ihr da, ist halt das in der Mache oder? Ja. Wir werden zwei, drei neue Songs spielen. Ich denke, nächstes Jahr werden wir ins Studio gehen, neue Platte aufnehmen. Das ist dann die erste halt mit mir. Und ja, wie gesagt, wir spielen zwei neue Songs. Und das neue Album wird halt irgendwie, man wird hören, dass es defeated ist. Aber es wird nicht Slam Riffing. Grooviger. Ja. Weniger Jazz. Weniger Jazz. Wir haben immer noch die Jazzy Parts, aber es ist defeated, aber es wird nicht klingen wie das Album davor. Es wird nicht so eine aufgewärmte Version sein von Chapters oder auch nicht vom Science. Ich denke, es wird gut. Ich denke, es wird gut. Es wird ein gutes Album werden. Also ich würde es kaufen, auch wenn ich nicht in der Band spielen würde. Ja, ich bin gespannt. Ja. Musikalisch sehr anspruchsvoll, auf jeden Fall. Ja, wir danken allen Fans. Ja. Danke, Mann. Metal, fuck yeah, man. This one's entitled Frenzy. Motherfuckers.